ein paar Einzelheiten aus dem Leben von Jochen Klepper. Jochen Klepper wird am 22. März 1903 im schlesischen Beuthen geboren. Er ist Pfarrersohn und Theologe, der aber nie Pfarrer geworden ist, nicht werden wollte. Ein einziges Mal, so habe ich gelesen, hat er gepredigt, als sein Vater Pfarrer einen Schlaganfall erlitten hatte und keine Vertretung zu finden war. Ein einziges Mal hat er eine Predigt gehalten. Er schrieb und dichtete als Journalist und als Dichter im Dritten Reich. Mit seinen Kirchenliedern wurde er zum bedeutendsten evangelischen Liederdichter des 20. Jahrhunderts. 13 Mal ist er in unserem Gesangbuch vertreten. Trotzdem, so schreibt ein Kommentator, ist es merkwürdig still um ihn. Bekannt wurde er damals mit seinen Romanen Der Vater, ein Buch über den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., und mit dem Buch Der Kahn der fröhlichen Leute, später durch seine Tagebücher, die veröffentlicht worden sind. Ich habe einen ganz kleinen Abschnitt zu Beginn gelesen, Unter dem Schatten deiner Flügel. Diese Tagebücher nehmen uns hinein in die Zeit des Dritten Reiches, mit hinein in das Leben eines christlichen Dichters, der das jüdische Schicksal teilt. Der hatte 1931 die Jüdin Hanni Stein geheiratet, eine moderne Frau, Modejournalistin. Sie war 12 Jahre älter als er, Witwe, zwei kleine Töchter brachte sie mit in die Ehe. Unter den Rassegesetzen der Nazis wurde es ihm wegen dieser Ehe immer schwerer gemacht zu publizieren. Je länger, desto mehr drohte die Zwangsscheidung und die Deportation der Ehefrau und der Stieftöchter. Eine von beiden, die ältere Brigitte, konnte 1939 noch emigrieren. Als sich das Netz immer mehr zuzog, ich habe es eingangs gesagt, blieb der Familie die einzige Freiheit, die sie noch hatte. In der Nacht auf den 11. Dezember 1942 setzten die drei ihrem Leben ein Ende unter dem Bild des gesegneten Christus. Wieder tiefen Glaubens, wieder angefochtenen Glaubens, wieder die vom Licht singen mitten in finsterer Zeit, hat uns Jochen Klepper hinterlassen. In unglaublich schwierigen Zeiten weiß er sich dennoch gehalten von Gott. Aber er weiß auch, dass das keine einfache Sache ist mit ihm, mit diesem Gott, der ihm, seiner Familie, so viel Dunkelheit zumutet. Es ist manchmal nicht einfach, mit Gott das auszuhalten, mit all den schweren Fragen, die das Leben uns auch bürdet, das zu verstehen, gemeinsam mit Gott und seiner Liebe. Er erspart es seinen Menschen nicht, dass das Leben schwere Zeiten kennt, aber er lässt uns darin nicht allein, lässt uns nicht untergehen. Vielleicht ein guter Grund, sich deshalb auf die Lieder Jochen Kleppers einzulassen und in diesen Liedern trotz aller Schatten des Lebens im Kontext tiefen Glaubens und tiefer Hoffnung zu finden. Amen. Sommerpredigtreihe, liebe Gemeinde. Seit vielen Jahren machen sich die Kolleginnen und Kollegen der Gesamtkirchengemeinde und der Umgebung mit einem Thema auf den Weg und sind dann eben auch in vielen Gemeinden unterwegs und halten die Predigten. Lieddichter im Gesangbuch war das Thema dieses Jahres und ja, mitten im Sommer, da legen schon leichte Lieder viel, viel näher. Die Aus mein Herz und Suche Freude zum Beispiel hat sich unser Dekan Wittmann gesichert. Ein wunderschönes Lied, auch wenn die Lebensgeschichte von Paul Gerhardt ja auch nicht ganz so einfach ist. Ich habe es zu Beginn gesagt, so ganz genau weiß ich nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin, ausgerechnet den Lieddichter Jochen Klepper zu wählen. Wahrscheinlich deshalb, weil mich seine Lebensgeschichte schon immer sehr berührt und auch beeindruckt hat. Ein paar Einzelheiten habe ich ja schon gesagt. Ähnlich wie Dietrich Bonhoeffer ist seine Lebensgeschichte eng verwoben mit den furchtbaren Jahren des Dritten Reichs und der Rassenideologie der Nazis. Vergangene Woche hat Frau Günther mich aufgewundert, hat gesagt, so ein Thema wäre im Winter, im November nicht auszuhalten. Im Sommer kann man sich ja damit beschäftigen. So wundert sie mich manchmal aus, aber im Ernst, wahrscheinlich wäre Advent eine sehr geeignete Zeit, sich mit Jochen Klepper zu beschäftigen. Oder eben der Jahreswechsel mit diesem Neujahrslied, das wir eben gesungen haben, mit dem Lied, der du die Zeit in Händen hast. Da du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen.
und von dir selbst, in Jesus Christ, die Mitte festgewiesen ist, für uns dem Ziel entgegen. Jochen Klepper hat dieses Gedicht 1937 gedichtet und dann mit dem Zusatz Neujahrslied veröffentlicht. Und wenn wir einen Blick darauf tun, diese Strophen ein bisschen auf uns wirken lassen, dann merken wir vielleicht, auch wenn es immer im Rückblick auch geschieht, eigentlich ging es ihm wohl wirklich um die Zukunft. Um die Frage, was kommt, was liegt vor mir, ich habe es eben gesagt, wie sehr das mit seiner Geschichte verbunden war. Und wer geht mit mir? Bei Jochen Klepper waren diese Fragen, ich habe es gesagt, ganz eng mit der Sorge um seine Existenz als Schriftsteller verknüpft. Wegen seiner Hanni, diese moderne Frau, Modejournalistin, wegen ihrer Herkunft verbot sie sich schon, hatte taufen lassen, hatte er Schreibverbot bekommen. Aber diese Taufe war den Nazis egal. Die Familie mit den beiden Töchtern war zunehmenden Repressalien ausgesetzt. Sein Neujahrslied war das erste Gedicht seit mehreren Monaten, das er wieder veröffentlichen durfte. Was er aber selbst nicht wusste, war, dass der Zensor die Anlehnung an die Psalmen der Bibel kritisiert und den knechtischen Geist dieses absolut jüdischen Gedichts kritisiert hatte. Jochen Klepper hatte eigentlich allen Grund zur Furcht. Von heute aus betrachtet muss man sagen, er hat sich vielleicht nicht genug gefürchtet. Er sah, für unsere Ohren wahrscheinlich seltsam, er sah in der Diktatur dennoch eine von Gott eingesetzte Obrigkeit, der zu folgen war. Schwierige Gedanken von heute aus. Jedenfalls hatte er die geradezu absurde Hoffnung auf die Unterstützung seiner Familie, weil er einige hochrangige Nazis so aus der Distanz kannte. Am Ende, wie gesagt, war es zu spät. Am Ende blieb nur der Freitod. Freitod, ja. Ich habe es gesagt, wie düster diese Geschichte ist, die hinter der Person Jochen Kleppers steht, aber sie ist auf andere Weise eben auch, wie ich finde, sehr tragend, weil sie einen, wie ich finde, wichtigen Ton in unser Leben einträgt und damit eine Frage beantwortet, die mich vielleicht uns ja alle viel stärker umtreibt, als wir ahnen. Ja, du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen. Die Frage lautet, wer, liebe Gemeinde, hält unsere Zeit in seinen Händen im 21. Jahrhundert am 2. August 2020. Zuallererst will ich dir und anderen ganz deutlich sagen, wir leben eben nicht in einer Diktatur. Wir müssen uns nicht sorgen, dass wir morgen abgeholt werden, wenn wir etwas sagen, dass jemandem missfällt, dass man uns in ein Lager steckt und das Leben auf grausame Weise raubt, nur weil wir eine andere Herkunft haben als die meisten, eine andere Religion als die, die bei uns der Normalfall ist oder eine andere sexuelle Orientierung. Und ich spüre auch, dass mich das zurzeit geradezu manchmal wütend macht, wenn zum Beispiel in Zeiten des Schutzes vor dem Coronavirus bestimmte Menschen behaupten, es würde über uns bestimmt, wir werden unfrei gehalten, man dürfe nicht mehr seine Meinung sagen, man würde uns Grundrechte nehmen oder wenn Menschen behaupten, man dürfe gar nichts mehr sagen und gleichzeitig sagen sie oder schreiben im Internet Unsagbares. Vor kurzem war die Pressefreiheit in Gefahr, weil jemand in der Zeitung Polizisten als Müll bezeichnet hat und ein Minister dies als Beleidigung strafen wollte. Gestern Nachmittag 20.000 Menschen in Berlin, die gegen die Corona-Einschränkungen demonstrieren, ohne Maske, fast alle ohne Abstand, ohne Rücksicht, füge ich hinzu, aber niemand wird eingesperrt. Also nein, Jochen Klepper hat in einer ganz anderen Zeit gelebt und in einer ganz anderen Bedrohung, der er und seine Familie schließlich zum Opfer fielen. Und sein Neujahrslied ist in bestimmter Hinsicht so etwas wie ein Bekenntnis gegen den Anspruch, die Zeit in Händen zu haben. Auch er sagt damit, nein, es sind nicht Menschen, nicht Führer, nicht Politiker, nicht Wirtschaftsunternehmen, die die Zeit in Händen halten, es ist Gott, der die Zeit in Händen hält. Ob ich es glauben, so wahrhalten kann oder nicht, das muss wohl jeder für sich entscheiden, aber hören kann ich es doch einmal und darauf achten, was so ein Wort mit mir macht.
so ein Vers irgendwo in einem Studierzimmer 1937 entstanden. Der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen. Nun von dir selbst in Jesus Christ, die Mitte festgewiesen ist, für uns dem Ziel entgegen. Liebe Gemeinde, an diesem Sommersonntag, ich sage das mal ganz bewusst, diesen Horizont Sommersonntag, vielleicht schaffen wir das ja auch einmal heute früh, zuallererst einmal dieses wunderbare Vertrauen herauszuhören, der du die Zeit in Händen hast. Ich weiß nicht, wie es euch, wie es Ihnen geht, aber ich spüre in diesen Tagen, in dieses Jahreslast, könnte man ja auch sagen, eine immer größere Aufgeregtheit. Das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, ist so stark abgestürzt wie noch nie, konnte man letzte Woche lesen. Und jetzt die große Pleitewelle, größere Arbeitslosenzahlen, stehen dann die Populisten wieder auf. Und dann heute, die Menschen gehen in den Urlaub, werden immer sorgloser, die Pandemie greift wieder um sich. Das auch gesagt, die Verschwörungstheoretiker sammeln sich. Wie lange hat uns die Pandemie noch im Griff? Kommen neue globale Katastrophen? Lauter schwierige Szenarien. Und ja, all das stimmt, liebe Gemeinde. Aber ob in all dem Panik angezeigt ist oder diese Daueraufgeregtheit, die wir uns versetzen lassen, das relativiert sich bei mir dann wieder, wenn ich auf eine Lebensgeschichte und auf einen Glauben wie den Jochen Kleppers schaue. Und nein, ich erwarte weder von anderen noch von mir selbst, das zu schaffen, so ein tiefes Gottvertrauen in so schlimmer Bedrohung zu haben, dass Menschen wie Klepper oder Bonhoeffer verdichten lässt, von guten Mächten wunderbar geborgen oder wie hier und von dir selbst in Jesus Christi Mitte festgewiesen ist. Aber ein bisschen mehr Glaubensheiterkeit, wie es ein anderer Zeitgenosse damals, Karl Barth, hatte. Eberhard Busch hat diesen Begriff geprägt. Glaubensheiterkeit, das täte mir, täte uns vielleicht in dieses Jahreslast doch ganz gut. Und ja, es stimmt wohl, all das, was ich eben an Schwierigkeiten aufgezählt habe, dieses Jahreslast. Wir haben all das nicht in der Hand, aber vielleicht merken wir ja auch, das hatten wir eigentlich noch gar nie. Wir hatten und haben das, was in unserem Leben wichtig ist, nicht in der Hand, aber jemand anders hat es, Gott. Und das bedeutet auch nicht, seid sorglos, macht, was ihr wollt. Für mich ist das kein Fatalismus, der Mensch denkt, Gott lenkt, eh alles egal. Aber all das Bedrängende, Gott vor die Füße legen zu können, ja, ihn hinschmeißen zu können, nicht vorwurfsvoll, sondern vertrauensvoll, das wäre eine Haltung, die ich mir schon wünschen würde. Ja, alles, was der Mensch beginnt, vor seinen Augen noch zerrinnt, sei du selbst der Vollender. Die Jahre, die du uns geschenkt, wenn deine Güte uns nicht lenkt, veralten wie Gewänder. Wenn deine Güte uns nicht lenkt. Liebe Gemeinde, als Schüler, ich glaube in der 9. oder 10. Klasse, musste ich im Kunstunterricht einmal eine Laubsägearbeit machen. Ein Sprichwort, ein Aphorismus sollten wir gestalten. Dann musste man das mit Bleistift auf ein Sperrholzbrettchen aufzeichnen, Brettchen aufzeichnen. Dann musste man jede Menge kleiner Löcher bohren zwischen den Buchstaben, dann das Laubsägeblatt hindurchführen, einspannen und dann immer so ein Teil aussägen. Und am Lächeln merke ich, dass ich das ein oder andere vielleicht auch schon mal hat machen dürfen. Wieder Sägeblatt ausspannen, neu durchführen, einspannen, das war eine ziemlich langwierige Arbeit. Aber irgendwie hat mir das mit der Zeit Freude gemacht. Vielleicht auch, weil ich da ein bisschen auf dieses Wort gestoßen bin, dass ich aussägen durfte. Gott gibt die Nüsse, aber er knackt sie nicht auf. Für mich eine schöne Verhältnisbestimmung zwischen dem, was ich mir von Gott erwarten darf und dem, wofür ich selber verantwortlich bin. Klepper hat damals auch und deshalb Schwierigkeiten bekommen, weil die Zensoren den negativen Grundton seines Neujahrsredes kritisiert haben. Da war von des Jahres Last die Rede. Wir fahren hin durch deinen Zorn von leeren Händen, da alles, was der Mensch beginnt, vor seinen Augen noch zerrinnt. Das wollten die Mächtigen der Vorkriegsjahre damals nicht hören. Läuft doch alles prima mit dem Führer.
im Reich. Die Schmach des Ersten Weltkriegs und sein Erfolg wollte man jetzt endlich hinter sich lassen. Wieder stolz sein, kritische Töne. Nein, danke. Und diese Sehnsucht, all das Lästige, die Fragen, die unseren Lebensstil betreffen, auszublenden, gar nichts hören zu wollen von Schwierigen, die kennen wir wohl auch, aber vielversprechender als Verdrängung ist es ja vielleicht ein zukunftsgewandtes, vertrauensvolles Umgehen mit all diesen Fragen zu finden. Gott gibt die Nüsse, aber er knackt sie nicht auf. Spüren, er ist da, er hält die Zeit in Händen, er hilft dir, mit all dem umzugehen, was ich selber nicht hinkriege, aber eine Menge kann ich ja schon schaffen, auch durch das Vertrauen, das ich in ihm habe. Ich würde mir an dieser Stelle gerne noch ein anderes Lied vorlesen. 457 im Gesangbuch. Der Tag ist seiner Höhe nah. Und wenn ich so lange predige, dann wird es auch immer mehr so, dass der Tag seiner Höhe nah ist. Der Tag ist seiner Höhe nah und blickt zum Höchsten auf, der schützend auf dich niedersah in jedes Tageslauf. Er segnet, wenn du kommst und gehst, er segnet, was du planst. Er weiß auch, dass du es nicht verstehst und oft nicht einmal ahnst. Und dennoch bleibt er ohne Verdruss zum Segnen stets bereit. Es gibt auch des Regens milden Fluss, wenn Regen an der Zeit, und Zeit nicht an der Zeit. Sein guter Schatz ist aufgetan, des Himmels ewiges Reich. Zu segnen hebt er täglich an und bleibt sich immer gleich. Wer sich nach seinem Namen nennt, hat er zuvor erkannt. Er segnet, welche Schuld auch brennt, die Werke deiner Hand. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Was also bestimmt unsere Zeit? Wer hält unsere Zeit in Händen in diesem Sommer des Jahres 2020? Für mich ist das und bleibt es eine Frage des Glaubens, aber nicht anders als damals. Der du allein, der ewige heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt, im Fluge unserer Zeiten bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. Mag sein, dass da in diesem Sommer die Sorge, die Angst oder zumindest ein mulmiges Gefühl im Vordergrund steht. Keiner weiß, was der Herbst bringen wird. Im persönlichen und gesellschaftlichen Leben. Impfstoff, kommt der Impfstoff Pflicht? Was heißt das? Wahl in einem der größten und mächtigsten Länder dieser Erde? Rückkehr in den Alltag oder Rezession mit vielen Arbeitslosen? Normalität oder neuer Lockdown? Ja, in all dem kann man schon ein bisschen bange werden. Angesichts der genannten Verunsicherungen erinnert uns Jochen Klepper in der letzten Folge seines Liedes an das einzig wirksame Heilmittel gegen Angst. Sei du uns gnädig zugewandt. Führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. Ein wunderschönes Bild. Nicht vom Gehen redet er, vom Schreiten an der Hand Gottes. Wenn ich mich daran erinnere, manchmal kommen solche Bilder, wie das ist, wenn mich jemand früher als Kind bei der Hand nahm und mich führte, dann finde ich das ein schönes Bild. Christen sind Kinder Gottes, aber sie sind nicht unselbstständig, nicht unmündig. Vielmehr sind Christen Töchter und Söhne Gottes und lernen an dessen Hand einen aufrechten Gang, auch in diesen ungewissen Zeiten. Und führe uns in deiner Hand, damit wir sicher schreiten. Amen. Noch die dritte bis die sechste Strophe 64, 4 bis 6. Wir gehen mit Gottes Segen in diesen Sonntag und die Woche die Folge. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und wünsche euch Frieden.